Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Charmant, vorwitzig, intelligent, selbstbewusst. So blicken Sie uns unmittelbar an, die beiden Schwestern Caroline und Zoe Tomatis. Töchter des in Warschau wirkenden Intendanten der russischen Hofschauspiele, Carlo Graf Tomatis. Johann Baptist Lampi, der aus Südtirol, aus Romero stammende, aus dem Pustertal kommende Künstler, der sich zu einem der führenden Porträtisten der Monarchie dieses Hauses Habsburg entwickeln wird. Er wird von drei Habsburger Kaisern, nicht zuletzt von Franz II., sehr geschätzt und gefördert werden. Und das bringt ihn auch, nachdem er über Umwege, Trent, Klagenfurt, Innsbruck, 1783 nach Wien gekommen ist, auch sehr bald dazu, nicht nur führender Porträtist der Oberschicht zu werden, sondern er wird auch Lehrender an der Akademie der Bildenden Künste, wo er später dann auch eine ganz tragende und führende Rolle, interessanterweise als Lehrer für Historienbild, einnehmen wird. Weshalb dieses Bild unvollendet geblieben ist, wissen wir nicht. Es muss, obwohl es nicht datiert ist, in den Jahren 1788, 89 entstanden sein. Da ist Johann Baptist Lampi in Warschau, wird dort die Vertreter des Sejm, vor allem aber auch den Wahlkönig porträtieren. Und da dürfte er in die Situation gekommen sein, diese beiden jungen Frauen im Auftrage des Vaters, der Familie, vor seine Staffelei bekommen zu haben. Das Faszinierende daran ist, gerade weil dieses Werk unvollendet ist, bekommen wir tiefe Einblicke in das Schaffen, in die Stilistik, in das Tun, vor allem aber auch in das neue Menschenbild und die Auffassung dieser aufgeklärten Tage. Wir sind in jener Zeit, in der in Paris die Massen sich erhebend gegen die Bastille strebend, die feudalen Verhältnisse zertrümmern, und es wird gute 10 Jahre mit unglaublichen Umwälzungen dauern, bis sich einigermaßen stabile Verhältnisse wieder einkehrend manifestieren. Dies strahlt selbstverständlich in ganz Europa, und was vor allem auch bemerkbar wird, eine Abkehr von diesen Selbstverständnissituationen des hochrepräsentativen Zeigens von Menschen, plötzlich fast psychologisierend, ein Blick, der die Persönlichkeit in den Vordergrund rückt. Und der Umstand, dass wir die Unterzeichnung, die sogenannte, also diese skizzenhafte, mit einem souveränen, lockeren Pinselschlag auf die Leinwand bringen, der Konturen von Händen und Armen, von Bekleidungsteilen, aber dass diese nicht ausformuliert werden, sondern eben alles nur in der Studie bleibt, ermöglicht uns die völlige Konzentration auf diese beiden absolut ausgefertigten und ganz wunderbar überzeugenden Antlitze der beiden Schwestern, die so eigenpersönlich, so von Nonchalance und Lässigkeit getragen auf uns wirken, mit diesem hochgesteckten Haar, mit der Betonung auf Natürlichkeit, ganz im Sinne der antiken Rezeption, mit Bändern fixiert und eine Kleidung, die nun abgeht von den Usancen, die bis dahin wirkten, wo schwere Materialien, Seide, Brokat und vieles andere mehr dafür standen, dass es sich um Vertreterinnen einer reichen, einflussreichen und politisch bedeutsamen Schicht handelt. Wir sehen hier zwei junge Frauen, die wir als Persönlichkeiten erfahren können und erleben. Johann Baptist Lampi wird nach Wien zurückkehren, nachdem er in St. Petersburg eine ganz erstaunliche Karriere gemacht hat. Sogar Zarin Katharina II. Wird er als 63-Jährige um einige Jahre verjüngt darstellen, noch ganz in den Traditionen des repräsentativen, höfischen Fürstenbildnisses aus der Untersicht im Darstellen und Zeigen all der Symbole von Machtkonzentration.
Während in Frankreich die Massen sich erhebend neue politische Gegebenheiten herbeiführen, wird Katharina II. Mit harter Faust regieren und dafür Sorge tragen, dass sich an diesen Gegebenheiten lange Zeit noch nichts ändern wird. Immer noch spricht man vom Bezahlungsmittel der Seelen, nämlich die Bauern, die Leibeigene sind. Wir werden beim Betrachten dieser beiden frischen, jungen Charaktere Zeugin und Zeuge einer großen politischen, vor allem aber gesellschaftspolitischen Umwälzung. Erleben Sie dieses unvollendete Werk in seiner Strahlkraft. Lassen Sie die Aura auf sich wirken. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.